Ricardo, Glückwunsch zum dritten Sieg in Folge. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, es war ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Wir wollten unbedingt 3 Punkte heute hier behalten, wollten eine kleine Serie starten, haben ja jetzt das dritte Heimsieg in Folge gehabt heute. Und ja, wir sind hinten gelegen und wollten dann unbedingt das 1-1 erzielen, was uns dann auch gelungen ist durch den Manuel Hasel, der sich super durchgesetzt hat und ein schönes Tor gemacht hat. Sind dann auch dran geblieben, wollten vor der Halbzeit eigentlich noch das 2-1 machen. Ist uns leider nicht gelungen. Aber ja, wir haben eine gute erste Halbzeit dann gespielt zum Schluss. Sind dann in die zweite Halbzeit mit dem gleichen Engagement rausgekommen und wollten dann unbedingt das 2-1 machen, was uns dann auch wenn etwas glücklich passiert ist, gelungen ist. Ja, haben nach dem 2-1 dann aber weiterhin guten Fußball gespielt, wollten dann auch das 3-1 machen, was dann auch funktioniert hat. Und ich denke, das war auch dann ein verdienter Sieg von unserer Seite. Das 2-1, hast du schon gesagt, ist ein bisschen glücklich gefallen. Wie hast du es gemacht? Ja, es war ein Freischuss, 20, 25 Meter vom Tor. Will ihn eigentlich über die Mauer schnibbeln. Und in der Mauer ist noch irgendjemand drangekommen, mit dem Kopf, glaube ich, sodass es dann ja, ein abgefälschter Schuss war. Der Tormann konnte dann leider nichts, also für ihn leider nichts mehr machen. Und ja, glücklich, aber scheißegal, Hauptsache Tor. Du bist Ende August dazugekommen, kurz vor Schluss der Transferphase, ja. Und arbeitest dich so langsam zu einem Leistungsträger heran. Wie siehst du das? Ja, ich habe jetzt in den letzten Spielen jeweils getroffen. Ich versuche der Mannschaft mit meinen Toren ja, zu helfen. Letztendlich ist es egal, wer die Tore schießt, aber ja, wir hatten eine schlechte Phase am Anfang. Aber jetzt durch den dritten Sieg, durch die 3 Punkte, die wir vom Ravensburg bekommen haben, haben wir uns jetzt befreit, können jetzt eigentlich mit Selbstbewusstsein die nächsten Spiele angehen, wollen jetzt am Dienstag nachlegen in EKLs. Und dann sieht es ganz gut aus und dann müssen wir da dranbleiben und dann gucken Ende der Hinrunde, wo wir stehen und in der Rückrunde dann nochmal angreifen, wenn es die Tabellensituation zulässt. Das nächste Spiel ist jetzt der Ex-Verein von eurem Trainer Peter Hogen, Neckar-Elz. Die meisten dürften einen Sieg erwarten. Wie siehst du das? Ja, was die Tabellensituation angeht, sind wir klarer Favorit, aber in der Oberliga muss man trotzdem jedes Spiel erstmal spielen und den Gegner bearbeiten. Was Fakt ist, wir wollen die 3 Punkte mitnehmen. Wir werden uns gut darauf vorbereiten und, ja, und das Maximum dann hoffentlich das Maximum mitnehmen. Und das sind die 3 Punkte. Ricardo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Bitteschön.